Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich, der Ich bin, nicht mehr der Ich bin, sein werde? Ich muss im Bauch atmen. Das Kind braucht einen Sauerstoff. Können Steve, wenn Steve im Bauch atmen. Ich brauch nicht helfen. Liebst nur dich selber, die Schmerzen. Oh, tut das weh. Jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh ja. Das gleich. Das lässt es nach. Ich, Dürmchen, ich freue mich so auf dich. Bin ja gespannt, wie du aussiehst. Bald haben wir es durchgestanden. Gleich haben wir es geschafft. Du Scheiße! Du wirst einmal zugrunde gehen, meine Frau. Ich glaube, Blecki, jetzt habe ich mich verfahren. Wir wollen doch zum Waldfriedhof. Da waren wir schon so lange nicht, Blecki. Aber Sonnenaufgang 7.22 Uhr, Sonnenuntergang 16.28 Uhr, Mondaufgang 19.04 Uhr, Monduntergang, Wasserstand von Havel und Spree. Vor 20 Jahren stürzte ein sowjetischer Düsenjäger nahe der Spandauer Heerstraße in den Stößensee. Vor 50 Jahren war die Olympiade. Vor 200 Jahren überflog Nicolas-François Blanchard die Stadt in einem Heißluftballon. Das haben die Flüchtlinge neulich auch getan. Und heute? In der Lilienthaler Chaussee ist einer gegangen, ist dann immer langsamer geworden und hat dann über die Schulter ins Leere geschaut. Im Postamt 44 hat einer, der heute Schluss machen will, auf all seine Abschiedsbriefe Sondermarken geklebt. Auf jede eine andere. Und hat dann draußen auf dem Mariannenplatz mit einem amerikanischen Soldaten Englisch geredet. Zum ersten Mal seit seiner Schulzeit, und zwar fließend. In der Strafanstalt Plötzensee hat ein Häftling, bevor er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist, jetzt gesagt. An der U-Bahn-Station Zoo rief der Beamte statt des Stationsnamens plötzlich das Feuerland aus. Schön. In den Rehbergen las ein alter Mann einem Kind aus der Odyssee vor. Und der kleine Zuhörer, der dabei ganz zu blinzeln aufhörte. Und du, was hast du zu erzählen? Eine Passantin, die mitten im Regen den Schirm zusammenklappte und sich nass werden ließ. Ein Schüler, der seinem Lehrer beschrieb, wie ein Farn aus der Erde wächst. Und der staunende Lehrer. Eine Blinde, die nach ihrer Uhr tastete, als sie mich spürte. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist, zu bezeugen. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich möchte bei jedem Schritt oder Windstoß jetzt und jetzt und jetzt sagen können. Und nicht wie immer seit je und in Ewigkeit. Sich an den freien Platz am Kartentisch setzen, begrüßt werden, auch bloß mit einem Nicken. Die ganze Zeit, wenn wir schon einmal mittaten, war es doch nur zum Schein.
haben uns im nächtlichen Ringkampf mit einem von denen zum Schein die Hüfte ausrenken lassen, haben zum Schein einen Fisch mitgefangen, haben zum Schein an den Tafeln gesessen, haben getrunken und gegessen zum Schein, haben uns Lämmerbraten und Wein aufwarten lassen, draußen bei den Zelten in der Wüste, nur zum Schein. Nicht, dass ich ja gleich ein Kind zeugen oder einen Baum pflanzen möchte. Aber es wäre doch schon etwas, beim Nachhausekommen nach einem langen Tag, wie Philipp Marlowe die Katze zu füttern. Fieber haben, schwarze Finger vom Zeitung lesen. Sich nicht immer nur am Geist begeistern, sondern endlich an einer Mahlzeit. Einer Nackenlinie, einem Ohr. Lügen. Wie gedruckt. Beim Gehen das Knochengerüst an sich mitgehen spüren. Endlich ahnen, statt immer alles zu wissen. Ach und oh und ah und weh sagen können. Statt ja und amen. Ja. Und sich einmal auch begeistern können am Bösen. Von den Passanten im Vorbeigehen alle Dämonen der Erde auf sich übertragen. Und endlich hinaus in die Welt jagen. Ein Wilder sein. Oder endlich zu spüren, wie es ist, unter dem Tisch die Schuhe auszuziehen und die Zehen auszustrecken. Barfuß, so. Allein bleiben. Geschehen lassen. Ernst bleiben. Wild können wir nur in dem Maß sein, wie wir unbedingt ernst bleiben. Nichts weiter tun als anschauen, sammeln, bezeugen, beglaubigen, wahren. Geist bleiben. Im Abstand bleiben, im Wort bleiben. Guck mal, Cabrio. Sowas kauft man doch nicht. Das klaut man. Na, sonst wird's einem doch geklaut. Mensch, stell dir doch mal vor, Dach auf und raus aus dem Smog. In einen Zuhörer.